Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stardew Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde FIFA 23 und ich habe ja einiges nicht angesammelt, sehe ich gerade. Und ja, wir spielen heute auf jeden Fall wieder FIFA 23 und ihr seht gerade hier rechts schon Transfergerüchte. Ich habe mich nämlich auf die Transferliste gesetzt, denn ich bin ja aktuell immer noch bei Bayer Leverkusen und ich möchte ja wechseln. Denn es ist ja eine neue Season schon, aber ich finde einfach keinen richtigen geilen Verein. Ich hatte eine Anfrage von VfL Dingens, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, habe ich die noch? Wenn ja, gucke ich jetzt mal, weil dann würde ich nämlich die einfach annehmen. Nee, die scheint einfach wieder weg zu sein, okay. Wir können aber hier nochmal tatsächlich auf Teamzentrale gucken, weil hier steht das, kontaktiert von FC Bas. Barca, nee. Also Barcelona, spielen die auch in der Bundesliga? Sehen wir doch mal hier. FC Barcelona. Nee. Gut. Ich werde halt immer nur international angedingst. Das will ich ja gar nicht. So, ich würde mal sagen, wir spielen heute mal Teamhöhepunkte. Und mal gucken, wie sich das so... Also wie das funktioniert. Ich habe das jetzt noch nie so richtig gespielt. Konter durch Mönchengladbach. Okay. Und das gibt Freistoß für Gladbach. Okay. Schieß. Eckball für Menschen. Hä, warum denn immer nur für die? Ecke in die Mitte. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Alleingang von Lever. Okay. Jetzt habe ich die Chance, ein Tor zu schießen. Ging ja sehr gut auf jeden Fall. Freistoß für Lever. Okay. Muss ich erstmal kicken, wie man so hier Lever, wie man hier so einen Freistoß schießt. Da ist die Flanke. Da können Sie klären. Ja, perfekt. Konter durch Leverkusen. Okay, jetzt. So. Vorbei. Aua. Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Ja, das wird wieder nichts. Oh. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Wir gehen in die Schlussphase und hören nochmal in diese Kulisse rein. Die Fans geben hier wirklich alles. Die wollen den Sieg. Ein Tor kann das Ding jetzt hier noch entscheiden. Ah, aber jetzt nein! 0-0 heißt es hier. Oh. Also, den Schlusspfiff in diesem sind wir ehrlich doch leicht enttäuscht. Ja, weil das scheiße ist, Junge. Keine Tore, da egal. Hat schon was gefehlt, müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Kein Liegen. Ich würde einfach mal den Mund halten, Kommentator. Wär das hier eigentlich alles relativ hilfreich. Warum bin ich jetzt schon wieder Auswechselspieler? Das ergibt schon wieder gar keinen Sinn. Es ist auch noch UEFA Champions League. Och nee. Da habe ich ja jetzt gar keinen Bock drauf. Egal. Ja, mach jetzt. Danke. Trennen sich? Warum steht da trennen sich? Ich muss jetzt mal kurz hier gucken auf der Bundesliga. Bin ich noch Erster? Ja, ich muss. Bin ich nicht. Boah, toll, weil ich keine Punkte gemacht habe, oder was? Jetzt bin ich wieder in der Startelf, hä? Muss man das verstehen? Bin ich jetzt immer noch kontaktiert von dem blöden Honks? Ja. Warum dieses Spiel, ne? Also FIFA 23, das ist absoluter Müll. Spiel natürlich wieder hier Höhepunkte. So. Ja, komm, war mal los. Aber wir sitzen im Trocknen und ich glaube, die Bedingungen sind trotzdem relativ gut. Wolf Fuß und Frank Buschmann so. Werden
Och nee, Elfmeter, ich hasse Elfmeter. Jetzt wollen sie hier das 1 zu 0. Batz. Geil, endlich mal ein Tor geschossen. Angriff von Leverkusen. Okay, wir haben Angriff. Wo ist denn der Ball? Da oben, ne? Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen. Qualität ist natürlich wieder nicht das Beste, wie man hier sehen kann. Die Chance jetzt. Sie Bartz. Machen das Tor und jetzt führen sie hier also mit 2. 2 Tore, nice. Ist aber noch nicht entschieden, weil die können noch ein Tor gemacht haben. Ne, haben sie nicht. Wieder Angriff von uns, okay. Oh, Mist. Was für eine Aktion. Okay, jetzt müssen wir den Angriff unterbinden. Wir sind relativ weit hinten, ne? Ah, zu weit weg. Einfach weiter rennen. Jovanovic. Ja. Konter durch Roma. FC. Okay, ja. Da habe ich, glaube ich, auch ein Angebot gekriegt von denen. Jetzt haben die wieder einen Angriff. Oh. Also Alleingänge sind natürlich schon geil, ne? Ja, komm, greif an. Da. Kurz vor dem Ende des Spiels haben Hä? Eine klare Führung für die Gastgeber. Wo war denn das jetzt? Ein Foul, du blöder Honk. Sie machen das immer wieder clever, sind sehr stark. Ich glaube, die holen sich den Sieg. So, ja, diesmal haben wir mal endlich also gewonnen. Nice. Und ich glaube, mit dieser Leistung können Sie das ist sogar das erste Champions League-Spiel. So. Jetzt müssten wir wie viele Punkte haben? Ich weiß es nicht. Ich glaube, jetzt ist wieder Bundesliga, weswegen ich das jetzt schon wieder nicht mal sehe. Ja, perfekt. Okay. Jetzt habe ich FC Barca. Boah, was? 230.000? Dein Berater hat mit ihm gesprochen und ein wöchentliches Gehalt von 230.000 für dich ausgehandelt. Aber ich weiß nicht. Leute, soll ich das annehmen? Wäre natürlich schon geil, ne, wenn ich nach Barca wechsle. Bin ich dann nicht mehr in der Bundesliga. Aber macht nichts. Komm, ich nehme das Angebot an. Ich nehme dieses Angebot an. Wir wechseln nach FC Barcelona. Eigentlich voll das geile Angebot, ne? 230.000. What the fuck? Wir bestätigen. Ich könnte jetzt schon sein, dass wir jetzt schon wechseln. Nee. Okay, wir wechseln erst, wenn die Dingens offen ist. Aber macht nichts. So, jetzt können wir hier mal kurz was lesen. Stando darf wechseln. FC Barcelona unterbreitet Angebot für Stando. Boah, ja, das ist schon ein geiles Angebot. Leverkusen hat Stando an FC Barcelona verkauft. Der 27-jährige Stürmer aus Deutschland wechselt für 117,7 Millionen oder sowas. Trainer von Leverkusen, wenn ich einen Fans. Okay. Geil. So, wir machen natürlich wieder Höhepunkte, weil das geht schneller. Und das ist auch schon das letzte Spiel. So. Boah, ich hab schon Bock auf Barca jetzt, ne? Wir spielen dann, glaube ich, international, aber macht ja nichts. So. Gelegenheitsflanke für Leverkusen. Okay. Den Ball hält er gut. Ah, Mist. Gelegenheit fange zu für Leverkusen. Gut durchgesetzt. Was für eine Schatz, Junge. Da ist er, der erste Treffer in diesem Spiel. Geil. Reingehämmert. Angriff von Leverkusen. Wir machen schon wieder einen Angriff. Boah, ist der schlecht, dieser Spieler. Wie kann man nur so behindert sein? Boah, Junge, ist der schlecht.
Boah, ich bin froh, dass ich jetzt schon nach Barca wechsle, um ehrlich zu sein. Sie holen sich den Ball. Hier Gelegenheit zur Flanke für Stuttgart. Also es steht immer noch 1-0. Das ist ein bisschen schlecht. Ich sehe hier nichts. Oh, perfekt. Ja. Eckball für Leverkusen. Okay, das ist geil. So, Ecke kommt. Ah, Mist. Sie bekommen den Ball nicht raus. Nee, 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 da war keiner. Sie können sich da hinten befreien. Ja, das könnte was werden jetzt. Jetzt können Sie es machen. Bats. Zwei Tore. Okay, war noch geil. Ist noch geil gewesen, ja. Eckball für Leverkusen. Wieder ein Eckball, okay. Ich würde sagen, wir machen wieder kurz. Na, okay, das ist kein kurzer gewesen jetzt. Oh, der ging sogar noch fast rein. Eckball für Stuttgart. Jetzt haben die einen Eckball, oder was? Okay. Komm. Let's go. Schieß. Die Ecke kommt rein. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Da kommt der Schusspfiff. Der Sieger. Ja, wir haben gewonnen. Sie liefern hier eine Klasse. Zwei Tore. Schmeckt. Ich glaube, wir sind jetzt auf dem zweiten Platz. Ich weiß es nicht, wie die anderen gespielt haben. Das ist jetzt die Frage, ne? Ich sehe es ja auch nicht. Ich weiß gar nicht, wer auf dem ersten und zweiten ist. Ja, das ist ein bisschen schlecht. Wir sind immer noch auf dem dritten. Perfekt. Also wenn wir gegen Dortmund spielen, also 14, 15, 16. Ja, wir brauchen jetzt natürlich wieder Punkte, ne? Die Frage, die ich mir auch gerade stelle, ist, ich gehe mal kurz hier auf Kalender, zu gucken, wann wir hier Transfer geöffnet haben. Oh nee, das dauert 2029 wechsle ich erst dahin, oder was? Ich glaube, das skippe ich für euch dann einfach später, ne? Also nach dem Spiel bin ich dann einfach schon in Barca drin. Das heißt, ja. Skipp hier einfach dann die ganze Zeit. Ich würde sagen, ein Spiel machen wir auf jeden Fall noch, ne? So, wir spielen jetzt gegen FC Köln. Ja gut, die sind aber auch nicht. Wann spielen wir denn gegen, hey, wir spielen gegen Dortmund erst. Ja, hier spielen wir dann gegen Dortmund, ne? Aber wir spielen auch direkt gegen FC Bayern. Das heißt, wir haben eine relativ gute Chance zu gewinnen. Die haben sogar beide Gleichstand. Das heißt, irgendeiner von denen muss jetzt verkacken. Oh nein, jetzt habe ich für alle gedrückt. Nee, bitte nicht. Willkommen hier in der Bayer Arena, liebe Zuschauer. Das Wetter, ich habe für alle schön gedrückt, das war, wollte ich nicht. Ihre Kommentatoren heißen auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir... Nee. Zum Ergebnis, ja. Ah, jetzt einfach mal. Ah, wir haben sogar gewonnen. Perfekt. Das wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht. Leute, ich würde einfach sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, und euer Sando. Ciao, ciao.